Mit diesen Unterschriften unter den Koalitionsvertrag ist sie besiegelt. Die dritte große Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Regierungsarbeit kann beginnen. Mit Freude und Engagement werde sie die neue Regierung leiten, sagt Kanzlerin Merkel und verspricht den Deutschen eine bessere Zukunft. Bei allem, was uns bewegt, sollten wir nie vergessen, dass wir dafür arbeiten, um den Menschen in unserem Lande zu dienen. Auch SPD-Chef Gabriel spricht von einer Regierung, die da sein will für die Menschen in Deutschland und Europa. Ich finde, dass es eben auch ein Vertrag der Großen Koalition für kleine Leute geworden ist. Menschen, die mit dem Koalitionsvertrag auch sehen, dass da nicht nur über hehre Ziele geredet wird. Zunächst wird angestoßen auf 4 gemeinsame Jahre. Mit Ursula von der Leyen ist der Union dabei ein Überraschungskuh gelungen. Sie wird Verteidigungsministerin, die erste in der Geschichte. Wolfgang Schäuble bleibt für Finanzen zuständig. Thomas de Maizière wechselt ins Innenressort. SPD-Chef Gabriel wird Vizekanzler und Superminister für Wirtschaft und Energie. Und Frank-Walter Steinmeier von der SPD wird nach 4 Jahren in der Opposition erneut Chef im Auswärtigen Amt. Und Aydan Özhus wollen alle mal die Hände schütteln. Sie wird Integrationsbeauftragte und ist damit die erste türkischstämmige Ministerin am Kabinettstisch. Am Dienstag wird Angela Merkel vom Parlament zur Bundeskanzlerin gewählt. Danach werden alle Minister auch offiziell ernannt.